Moritz, wie hast du das Spiel heute gesehen gegen Augsburg? Ja, also ich denke vom Tabellenherplatz war Augsburg der Favorit. Aber ich denke, so wie sich das Spiel entwickelt hat, war es relativ ausgeglichen. In der ersten Halbzeit war dann Augsburg ein bisschen mehr am Drücker. In der zweiten Halbzeit waren wir ein bisschen mehr vorne. Am Ende hatten dann beide gute Chancen, auch den Sieg zu holen. Aber ich finde, das Unentschieden geht dann in die richtige Richtung. Zufrieden mit eurer Leistung und mit deiner eigenen? Also mit der heutigen Leistung von unserer Mannschaft bin ich zufrieden, ja. Nach dem, was wir die letzten Wochen gezeigt haben. Letzte Woche gegen Ulm haben wir nur 1-1 gespielt, da waren wir nicht zufrieden. Aber ich denke, mit der heutigen Leistung kann ich zufrieden sein. Mit meiner persönlichen Leistung war ich in der ersten Halbzeit nicht zufrieden, weil ich wenig Aktion hatte. Aber die zweite Halbzeit war gut. Ja, was denkst du, wie ist eure Mannschaft jetzt aufgestellt nach der Winterpause? Und ja, seid ihr schon bei 100% und seid ihr insgesamt mit der Situation zufrieden? Also mit der jetzigen Situation sind wir nicht wirklich zufrieden, weil wir die letzten sechs Spiele nicht gewonnen haben. Ich denke aber, dass wir gut aufgestellt sind. Hat man auch im ersten Spiel gegen Hoffenheim gesehen nach der Winterpause. Da haben wir auch gut mitgespielt und man sieht, dass wir auch gegen die guten Mannschaften gut mithalten können. Ja, wie geht es jetzt weiter und ein paar Worte zum nächsten Spiel? Nächstes Spiel ist gegen VfB, Klassiker, Derby. Das ist natürlich immer ein heißes Spiel, da hat man dann nochmal einen extra Ansporn. Und ich denke, da werden beide Mannschaften einen Sieg mit nach Hause nehmen wollen. Und ich denke, dann geht unser Trend auch nach oben. Moritz, vielen Dank fürs Interview und viel Erfolg. Dankeschön.